Namaste, Namaste, herzlich willkommen. Es ist Montag, der 1. Juli 2024, der erste Tag im neuen halben Jahr. Willkommen zu unserem Teaser auf YouTube, weil wir haben heute wieder etwas auf Rumble hochgeschaltet, das dort besser versorgt und platziert ist. Also schaut dann mal rüber, wir kommen noch im Detail darauf zurück. Ja, es ist unglaublich, wie im Netz immer sofort Kreativität entsteht, auch nach diesem Spiel Schweiz gegen Italien. Also schaut mal das da. Cocks with Hörnli, better than Spaghetti Bolognese. Oder die arme Squadra Azzurra, die jetzt nach ihrem Ausscheiden, nach ihrer klaren Niederlage gegen die Schweiz, jetzt erst noch zur Strafe Fondue essen muss. Und dann noch besser finde ich den da. Ich esse eine Pizza Endstatione, zubereitet mit viel heißer Luft. Warum Pizza Endstatione? Weil die Gruppenphase ist vorbei. Wir sind in der K.O.-Phase. Also der Verlierer muss immer nach Hause reisen. Es ist Endstation. Wir haben ein bisschen Pause von lustigen Dingen. Aber wir spielen im September wieder in Engelberg und im Oktober haben wir 5 Gigs von Zürich bis nach Allschwil. Tickets gibt es immer unter info@männerpraxis, Spielplan unter www.megaschweizer mit 2i.ch. Nun, ganz aktuell beschließt Biden heute in Camp David das Ende seiner politischen Karriere. Vor Redaktionsschluss hatten wir noch keine Antwort. Krisengespräche mit der Familie und die Treiberin, dass er nicht zurücktreten soll, meine Damen und Herren, ist seine Frau Jill Biden. Und ja, Dänen lügen nicht. Nein, Tränen lügen nicht. Ist das bei Frauen auch so? Wahrscheinlich schon. Sie hat dann gesagt, nach seinem katastrophalen Auftritt hat sie gesagt, Joe, you did such a great job. Joe, du hast so eine tolle Leistung abgeliefert. Du hast alle Fragen beantwortet und du hast alle Fakten gewusst. Und sie hat ihn dann ganz süß angelächelt, noch auf der Bühne. Nun, selbst der Ex-Mann, ich wusste nicht, dass sie einen Ex-Mann hatte, Jill Biden, Bill Stevenson, versteht es nicht, warum seine Ex-Frau, quasi seinen Nachfolger Joe Biden, nicht motiviert dazu, doch jetzt in den Ruhestand zu treten und sich weiter zusammen mit ihr, weil sie ist ja die First Lady, sie muss mit repräsentieren, weiter blamiert. Nun, Senator Tom Tillis aus North Carolina will den 25. Verfassungszusatz anrufen, nämlich schauen, dass er gezwungen wird, zurückzutreten. Und das ist jetzt wieder ein neues Damoklesschwert und darum wünschen viele Joe Biden, dass er in Würde aus eigenem Antrieb zurücktreten wird. Wir werden es vielleicht in den nächsten Stunden und Tagen erfahren. Keine Ahnung. Jetzt aber unsere Vorschau auf unser Video heute auf Rumble-Abrechnung im Tal der Ahnungslosen. Es geht um Julian Assange. Tal der Ahnungslosen, ja, was ist das? Das ist die Gebiete, als die Mauer noch stand, DDR, die kein Westfernsehen empfangen konnten, also vor allem dort um Dresden herum. Und es gab dann den Running Gag. Umgangssprachlich stand ARD für alles außer Rügen und Dresden. Dort konnte man es nicht empfangen und ich habe den Titel gewählt, weil viele Journalisten offenbar nicht ganz begreifen, um was es eigentlich geht. Und jetzt nochmals kannenweise Dreck über Julian Assange ausstreuen. Wir wollen mal auch diese Seite zeigen, nicht eine weitere gloriale Hymne auf Julian Assange anstimmen. Das haben wir zur Genüge gemacht. Mein Gott, der Mann ist jetzt in Freiheit. Er soll es genießen, er soll sich erholen, er soll wieder Tritt fassen in einem familiär geregelten Leben. Er soll Tritt fassen, überhaupt zum ersten Mal in seinem Leben, in Freiheit als Vater von 2 kleinen Kindern. Seine Leistungen sind absolut unbestritten, aber wie jetzt danach getreten wird, man kann es nicht anders bezeichnen, als wirklich mit Nachtreten, kaum in Freiheit von den Medien, von den Mainstream-Medien, muss man sagen, an vorderster Front. In der Schweiz der Tagesanzeiger, die Neue Zürcher Zeitung. Wir haben gestern Sonntag schon auf diesem Kanal darüber berichtet. Und jetzt aber schauen wir ein bisschen genauer hin,
was da alles jetzt für Dreck, mit was für Dreck da auch außerhalb der Schweiz geschmissen wird. Auf Rumble ist das drauf und schauen wir mal, ob es im Tal der Ahnungslosen vielleicht doch noch Hoffnung auf etwas Fortschritt gibt. Schön, wenn ihr rüberschaltet auf Rumble. Ich freue mich hier. Mein Name Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es bleiben und werden möchten. Wir sehen uns bei Rumble. Ciao zusammen.